Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr mit solchen Canvases ganz einfach coole Bilder machen könnt, und zwar mit Flexfolie. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Was ich euch heute eigentlich zeigen wollte, war der Rollenhalter oder den Rollfeeder 2 von Brother. Aber ich habe es nicht hinbekommen, weder mit Flexfolie noch Vinyl, dass das wirklich gut funktioniert. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache es anders, weil ich will wirklich das Bild beplotten, was ich habe. Und somit werde ich das hier noch beiseite legen, euch dann auf jeden Fall ein Video geben, sobald ich weiß, wie das funktioniert, weil das Problem liegt ja meistens vor dem Gerät, nicht im Gerät. Und ich denke, ich mache irgendetwas falsch, habe aber nicht rausgefunden, was es ist. Von dem her legen wir das heute noch beiseite, weil ich will hier so einen riesen Canvas, also 50x50 cm, den will ich beplotten. Und zwar mache ich das mit Flexfolie. Das sollte auf dem Material gut drauf halten. Geht auch mit Vinylfolie. Ich habe es zu Hause auch gemacht mit Vinylfolie. Das geht auch. Aber ich wollte das heute mit Flexfolie machen und da ein Schild machen, was eben dann bei mir als Hintergrundbild sein soll. Plus ich habe dann auch noch zwei kleine Sachen, die ich dann auch noch mache. Und das sind hier diese beiden kleinen Canvas. Starten wir aber zuerst mit dem großen. Ich mache das Ganze mit schwarzer Flexfolie, und um das Design zu gestalten, gehen wir kurz auf den PC rüber. Ich werde das mit der Caesar Juliet machen, weil da kann ich wunderbar also auch ohne Matte schneiden. Und da gehe ich gleich schon auf Design rüber und nehme hier von der Schneidematte her die große Schneidematte. Voilà. Und dann hole ich mir auch mein Design rein. Da habe ich was aus dem Silhouette Studio, was mir gefallen hat. Das heißt, ich gehe auf Datei importieren, dieses hier. Nur schneiden, passt. Next. Next. So, das ist es. Ich will das von der Größe her, will ich das, na, ich habe ein Canvas von 50x50 cm. Ich will, dass es 2 cm Platz hat, oben und unten. Von dem her gehe ich von der Höhe her auf maximal 46 cm. So, und jetzt, wenn wir das angucken, dann sehen wir natürlich, dass das nicht Platz hat. Und deshalb drehe ich das hier kurz um. Und dann zerlege ich das Ganze auch schon. Das heißt, Gruppierung aufheben. Mal gucken, was ich jetzt alles greifen kann. Wunderbar. Jetzt muss ich mal gucken. Ich markiere hier kurz alles, was ich alles drauf bringe. Wenn ich sage Ei, dann hat das hier trotzdem nicht drauf Platz. Also nehme ich nur das Ei-Kern, kopiere das. Dann als nächstes sollte das Make That. Geht alles, sollte Platz haben, wunderbar. Das heißt, ich nehme hier das Make und das Stab. Das nehme ich alles, sage hier kopieren und dann noch das Crafty und kopiere auch das. Jetzt mache ich mir vom Ganzen kurz eine Kopie, weil ich nachher noch wissen will, wie das aussehen muss, wenn ich das dann aufbringe. So, das lege ich beiseite. Und die Teile hier kann ich jetzt so ein bisschen verschieben. Das heißt, ich nehme das I can. Kurz gucken, ob das irgendwie so Platz haben würde. Ja. Wunderbar, ich krieg's tatsächlich auf eine Matte.
Ne? Das sind die Sachen, die ich haben will. Jetzt gehe ich auf Design senden, dann sage ich relative Position oder die aktuelle Seiten- oder Matten- und Seitenposition verwenden. Sage senden und jetzt kann ich das Ganze natürlich auch noch spiegeln und das noch ein bisschen besser anordnen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kann das gleich ohne Matte schneiden, aber da ich hier das alles auf einem Matteblatt Platz hat, mache ich das doch dann trotzdem mit der Matte. Dann kann ich hier die Matte auch schon laden. Hier drüben gucken, gerade bei der großen Matte speziell wichtig, dass das hier wirklich schön gerade reinläuft. Und dann nehme ich das Messer runter in die Ecke, wo ich noch Material habe. Dann von den Einstellungen her habe ich die Easy Weed, die steht bei mir auf eine Geschwindigkeit von 10 und auf einen Anpressdruck von 7. Funktioniert bei mir eigentlich immer. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr wie immer einen Testdruck machen. Und dann kann ich eigentlich auf dem PC schon sagen, er soll das übergeben. Respektive. Ich habe einfach geguckt, dass das Design hier schön in der Ecke liegt. Sollte das eigentlich passen. Gespiegelt ist es auch. Und dann kann ich das Ganze schon an den Plotter senden. Und da wir alles auf dem Plotter schon vorbereitet haben, kann ich sagen, ja. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. So, das hat wunderbar funktioniert. Wunderbar. Jetzt, bevor ich hier weitermache, will ich noch zwei weitere Designs machen. Das heißt, ich kann hier sagen, zurück zum Design. Ich habe das Ganze natürlich gespeichert, kann ich das hier aber auch auf die Seite schieben, weil das brauche ich gerade nicht mehr. Und dann mache ich hier kurz ein Viereck rein oder ein Quadrat und dann sage ich der Größe, hebe ich das hier kurz auf und sage hier, mein Canvas, den ich habe, den kleinen, der ist 15 cm mal 15 cm. Das sperre ich wieder und sage nur Umriss. Dann weiß ich, das ist der Platz, den ich habe, um da was drauf zu schreiben. Dann gebe ich hier Text rein und sage, ich schreibe hier kurz was. Sag hier, du musst nur Record drücken, weil das geht hier dann an die Tür von meinem Studio. Und jetzt gucke ich mal, was ich da gerne für einen Text hätte. Wir nehmen Carly, weil ich es einfach cool finde. Wunderbar, sage ich hinzufügen. Jetzt nehme ich hier den Text und kann den schön von der Größe her noch so ein bisschen anpassen. Jetzt will ich hier noch ein YouTube zeichnen, weil das geht bei mir an die Tür von dem Raum, wo ich meine Aufnahmen mache. Deshalb habe ich mir hier noch ein YouTube-Button quasi gemacht. Das hier.
Nur schneiden. Passt. Wunderbar. Jetzt kann ich den in der Größe auch noch anpassen. Am besten so alles, dass ich das ausgemittet habe. Und ich würde sagen, das passt eigentlich alles auch schon zusammen. Das heißt, den Rahmen hier kann ich verschieben. Die beiden gruppiere ich. Das ist das eine, was ich haben will. Und dann will ich noch eins für die. Und dann will ich noch eins für an die Tür vom WC. Und da habe ich ein lustiges Bild von FreePic. Kurz gucken, wo ich das habe. Müsste das hier sein? Nur schneiden. Passt. Nehmen wir. So, und jetzt kann ich das natürlich auch so groß machen, dass das dann auf mein Schild drauf passt. Ich hebe hier kurz noch die Gruppierung auf, weil das kann eigentlich gut hier noch ein bisschen drüber gehen. Moment, wo sind meine Ebenen? Nehmen wir mal das Rechteck, sperren das. Dann kann ich hier das Männchen nehmen, mit der Pfeiltaste 1 rüber. Und dann die Dame nehmen. Eins in die andere Richtung, das Ganze wieder markieren und wieder gruppieren. So, sperren wir das Ganze wieder und können das kurz ein bisschen ausmitten, damit ich das sehe, wie das aussieht. Ich würde sagen, passt doch, sieht doch ganz witzig aus. Nehmen wir auch. So, dann haben wir die beiden noch. Das kann ich löschen. Dann kann ich eigentlich auch schon sagen, Design senden. Nullpunkt passt, senden. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Und ich bleibe jetzt hier extra kurz bei der großen Matte, weil. Na, da muss ich die Kleine nicht holen, sondern kann hier einfach kurz mit der weitermachen. Passt. Dann kann ich auf diese Matte laden. Wieder schön hier drüben platzieren. Bin ich da schön in der Ecke und natürlich gucken, dass auch wieder gespiegelt ist. Ich habe die Materialeinstellung immer noch gleich, weil es die gleiche Folie ist. Dann kann ich sagen, an den Plotter senden und sagen ja. Dann mache ich das so, dass ich Teile, die ich noch verwenden kann, kurz wegschneide. Weil Flexfolie könnt ihr super auch mit kleinen Teilen arbeiten. So, und dann können wir noch entgittern. You make me smile, what is it that you do? Das erste. Das wird dann so aussehen. You
dann das zweite. Gucken, dass ich diesmal keine Buchstaben verloren habe. Ne? You've got to press record. Wunderbar. Das kommt so drauf. Dann haben wir hier noch das große. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Und das wird dann der hier sein. Das Make-That war unten, ne? Versuche ich das wieder so ein bisschen so zu platzieren, wie das angedacht war. Nee, Crafty kommt hier unten noch. Dann war hier oben I-Can. Make-That. Und dann unten noch das Hashtag Crafty. Jetzt wusste ich, dass ich das so gemacht habe, dass ich unten 2 cm Platz hatte. Und dann legen wir den hier kurz auch so mittig hin. 2 cm von unten, mittig. Und hier falte ich das einmal kurz, damit ich weiß, wo hier die Mitte ist. So. Seht ihr das überhaupt? Ja. Das heißt Mitte, Mitte. Und das hier bei 30, das sind 60er Lineal, das heißt bei 30 ist hier die Mitte. Ich hatte behauptet, das war so. Dann nehmen wir die andere Seite. Auch hier lege ich das kurz zusammen. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Ich würde sagen, das passt hier oben. Dann können wir das hier dann noch so mittig platzieren. So in etwa so. Ich werde zuerst das oben machen, das unten machen und das dann noch im Schluss richtig platzieren. Aber wir fangen jetzt zuerst mit den kleinen an. Und das werde ich kurz mit der Easy Press Mini machen. Die stelle ich auf eine 2 ein und lasse die kurz aufwärmen. So, und wenn die warm ist, wir 155 Grad, 15 Sekunden ist die, glaube ich. Und ich gehe jetzt hier einfach überall drüber, dass die schon mal hält. Und versuche da einfach eine gleichmäßige Hitzeverteilung zu erreichen. Und dafür ist halt diese Mini Easy Press super, weil ich auch bei so unebenen Sachen trotzdem gut damit arbeiten kann. Das heißt, ich übe hier auch gar nicht super viel Druck aus, sondern ich lasse quasi die Wärme
arbeiten. Was ihr auch machen könnt, ist hier so ein Handtuch so ein bisschen zusammen zu falten, dass ihr hier quasi einen Gegendruck erzeugen könnt. Dann gucke ich jeweils, ob ich das anheben kann. Vorsichtig, wenn sich irgendetwas mithebt. Upsi, das war warm. Dann einfach wieder runter machen. Hier der Y will noch nicht ganz. Ich sehe, dass es noch nicht überall gut drauf ist, aber es ist jetzt einfacher für mich, das festzustellen, weil wenn ihr quasi die Struktur von dem Material drinnen seht, dann wisst ihr, das hält da, aber ich habe Stellen, wo das noch nicht der Fall ist. Und da gehe ich jetzt tatsächlich mit einem Backtrennpapier drüber und mache das so, weil dann kann ich das immer wieder anheben und sehe, welche Stellen noch nicht gut haften. So, ich würde sagen, das hält tatsächlich überall. Und das Schöne ist halt jetzt mit der Flexfolie, das sieht quasi aus, als ob das aufgemalen wäre, aber es ist Flexfolie. Ne? Das ist das Erste. Dann machen wir das selber hier. Da gucke ich jetzt einfach drauf, dass ich einigermaßen mittig liege, oben und unten denselben Abstand habe. Und natürlich, dass diese Linie hier parallel verläuft. Das tut sie tatsächlich auch. Versuchen wir das schon mal abzuheben oder anzuheben. Würde sagen, das passt eigentlich sehr gut. Dann haben wir auch hier das lustige Wurzelschildchen. Das war das zweite. Und hier beim großen werde ich tatsächlich auch mit der Mini-Heatpress arbeiten. Einfach eben auch, weil das hier so ein bisschen nachgibt. Ich versuche hier mit Hitzekissen zu arbeiten. Das heißt, ich mache hier zwei Hitzekissen drunter. Ich denke, das funktioniert eigentlich fast am besten. Und wie gesagt, ich kümmere mich jetzt zuerst um das oben und unten und erst dann mache ich die Mitte. Und ich versuche da jeweils auch möglichst auf der Folie drauf zu bleiben oder auf der Abdeckfolie drauf zu bleiben. Und gar nicht jetzt so groß direkt auf den Canvas drauf zu gehen. Wenn ihr da mit einer größeren Heatpress arbeitet, macht es vielleicht Sinn, wenn ihr gleich von Anfang an, das heißt hier jetzt trotzdem ein Backtrennpapier drüber gebt. Mal gucken, wie das aussieht. Weil ihr solltet es auch nicht zu lange, also auch nicht überhitzen, weil sonst fließt quasi der Kleber
raus und das sieht dann auch nicht schön aus und der klebt dann auch nicht mehr so gut, ne? Noch das letzte. Und hier war es tatsächlich so, dass ich hier eine Linie habe, die relativ gerade sein sollte. Dann, das ist rechts und links in etwa gleich viel Abstand hat. Das ist hier schon mal gar nicht der Fall. Ich würde sagen, das passt für mich. Gehen wir jetzt Stück für Stück durch und pressen das. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. And you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper. Kiss a little harder. So, ich würde sagen, das sieht alles so aus, als ob das tatsächlich wunderbar hält. Versuch's euch ganz aufs Bild zu kriegen, wird ein bisschen schwierig. Aber ne, das hier ist das große Schild, I can make that, Hashtag Crafty. Dann haben wir hier das für die Toilette und das für den Aufnahmeraum. Und ich weiß, die Schilder sind jetzt schon sehr spezifisch auf das, was ich gerne mache, aber ich wollte euch das Prinzip zeigen, dass ihr da wirklich wunderbar auf diese Canvases, die ihr kaufen könnt, die eigentlich im Malzubehör quasi sind, dass ihr die wunderbar verwenden könnt und damit Flexfolie drauf gehen könnt. Ich habe es auch schon mit Vinylfolie gemacht, weil die könnt ihr dann auch wunderbar wieder ablösen, aber ich will ja was Permanentes. Und das Coole ist wirklich, es sieht, wenn man drüber guckt, dadurch, dass die Folie so dermaßen
fein ist oder dünn ist, sieht es wirklich so aus, als ob das gezeichnet wäre, und das finde ich extrem cool. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, respektive als Alternative, weil eigentlich wollte ich euch ja den Roll Feeder von Brother zeigen. Aber ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Projekt oder an diesen drei Projekten und habt da Lust, das selber auch nachzumachen. Und natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!